ist ein Fernschreiben von der Sparkasse gekommen. Die PIN-Nummer für die Staatskasse ist gestern Nacht zweimal falsch eingetippt worden. Noch einmal und das ganze Konto wird gelöscht. Aber die einzige, die hier an die Karte darf, ist doch die Angelika. Scheiß Nummer wieder vergessen. Hast du wieder heimlich eine Milliarde Kleingeld für die Dattelhalle gebraucht? Vorm Telefonieren mit dem Obama wollte ich mir ein paar Halbe am Kiosk reinlöten, weil vom Saufen wird mein Englisch immer so flüssig. Und der Schnapsdrossel haben wir die EC-Karte anvertraut. Für mich doch ein großes Bier, bitte. Geld allein macht auch nicht glücklich. Würd eh viel lieber beim Extrem-Catch ein paar Gerüstbauer verkloppen. Sie ist eine Ikone für jede gewaltbereite Frau. Hattest du mir nicht mal erzählt, dass die PIN-Nummer dein Geburtsdatum ist? Wenn du das petzt, bist du tot. Aber ohne Geld fällt hier im Atomkeller die Kühlanlage aus. Außerdem können wir dann das Hör-zu-Abonnement nicht mehr bezahlen. Hier ist noch lange kein Grund, dass ich den Versagern von der Bank erzähle, wie alt ich bin. Aber Iro Durchlocht, eure Geburt in der Kreidezeit ist doch keine Schande. Na gut, mach ich Telefonbanking. Voll geil, hab 10-1 gewettet, dass ihr die Nummer wieder einfällt. Von dem Gewinn kaufe ich mir eine Bratwurst. Sie haben als PIN schon wieder 1981 eingegeben. Das Konto wird mit sofortiger Wirkung gelöscht. Wiederschauen. Hier kam gerade noch ein Eilbrief. Aufgrund der aktuellen fatalen Kontolöschung wollen die Stadtwerke uns hier den Strom abstellen. Oh, das ging aber schnell. Flossen weg, du Eiernacken! Wir sind eins. ARD.